Okay, jetzt wird's ernst. Der Anführer der Darkseiner, ich habe nachgeschaut, es ist der Anführer der Darkseiner, wartet auf uns. Okay. Wir müssen jetzt hier lang gehen. Ah, ein Speicherpunkt und eine Kiste. Ach, schön. Ich hoffe, es ist eine gute Karte in dieser Kiste. Na los! Geflügelte Dach des Ra! Mausoleum des Kaisers, okay? Naja, gut, besser als nichts. So, da ist Roman. Nun, ich hätte nie gedacht, dass ein Nichtseiner so weit kommt. Warum bist du überhaupt alleine hergekommen? Du willst dich mit mir duellieren? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Das bewundere ich. Als Belohnung für deinen Mut verrate ich dir sogar etwas. Das Tor zur Unterwelt wird sich gleich öffnen. Um es zu verhindern, musst du mich besiegen. Es wird sich wahrscheinlich nach 20 Zügen öffnen. Versuche mich vorher zu schlagen. Natürlich wirst du gar nicht so weit kommen. Ich werde dir gleich hier und jetzt besiegen. Ja, speichern. Ich weiß, wieder die Standardausrede, mit der man die Epicness ein bisschen runterzieht, aber speichern ist wichtig. Leider. Ne, also hier speichern, wenn ihr speichern wollt. Speichern, speichern, speichern. Alles klar, ich mache das jetzt hier auch noch mit einem Save State. Damit ich mir das ganze Quatsche nicht immer neu anhören muss. So, okay. Dann schauen wir mal nach, was sich hinter ihm befindet. Vielleicht eine geheime Karte oder so. Nein, 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 nein. Verarscht. Ich nehme das jetzt schon. Ich mache jetzt schon die Epicness, keine Sorge. Das Tor zur Unterwelt wird sich gleich öffnen. Um es zu verhindern, musst du mich besiegen. Es wird sich wahrscheinlich nach 20 Zügen öffnen. Versuche mich vorher zu schlagen. Natürlich wirst du gar nicht so weit kommen. Ich werde dich gleich hier und jetzt besiegen. Ja. Alles klar. In diesem Duell spielt die Zeit eine Rolle. Wir müssen den jetzt in den nächsten 20 Zügen besiegen, ansonsten verlieren wir. Da wäre es vielleicht ganz geschickt, wenn wir zuerst beginnen. Das ist etwa der Effekt von letzter Countdown. Deswegen wird hier die letzte Countdown-Karte gezeigt. Okay, die Zeit ist jetzt gegen uns, wir müssen in 20 Zügen gewinnen. Das heißt, ich muss jetzt voll offensiv spielen. Lebenspunkte erhöhen ist nicht so wichtig. Jetzt muss ich Gas geben, ich muss richtig, richtig schnell jetzt spielen und muss ihn möglichst schnell erledigen. Denn wenn dieser Countdown jetzt beendet ist, geht die Welt unter. Jirai Gumo. Jetzt, wenn er angreifen will, kann er Kopf oder Zahl sagen. Wenn er richtig vorausgesagt hat, greift er normal an. Wenn er jedoch falsch vorausgesagt hat, verliert er die Hälfte seiner Lebenspunkte. Und würde den Effekt benutzen, ich hoffe ja, denn ansonsten haben wir eine kleine Chance, dass es seine Lebenspunkte probiert. Okay, er greift nicht an. Gut, ich muss offensiv spielen. So offensiv, wie es nur geht. Blitzeinschlag. Abschmeißen werde ich die Zauberkarte hier. Kann ich dann... Na warte, Karten werden ja jetzt entfernt, okay. Er zahlt 1500 Lebenspunkte, um die Annullierung meiner Karte zu, ja, zu umgehen. Alles klar, aber ich habe noch eine andere Möglichkeit, wie ich sein Monster zerstören kann. Nämlich mit diesem Tributmonster hier. Zauber. So, Karten werden jetzt nicht mehr entfernt, sondern landen jetzt wieder ganz normal auf dem Friedhof. Der Effekt aktiviert sich. Und Jirai Gumo wird zerstört. Jetzt greife ich ihn direkt an. Er verliert 2400 Lebenspunkte. Jetzt hat er nur noch 4100. Wir haben seine Lebenspunkte jetzt auch halbiert quasi. Also fast der Effekt, den er hätte,
irgendwie fast die Auswirkungen, wenn er jetzt Chirai-Gumo gespielt hätte und angegriffen hätte. Okay. Das läuft sehr gut, wir haben bereits die Hälfte seiner Lebenspunkte ausgelöscht. Laut rechnerisch müssten wir das in 10 Runden erst geschafft haben, aber wir haben es jetzt schon geschafft. Eine verdeckte Karte. Und sonst macht er nichts. Jetzt decke ich meine Makrokosmos-Falle auf. Okay. Da ist der Sensenmann. Gute Karte, um die Hand des Gegners zu killen. Jetzt spiele ich Chaos Rider Gustav. Ich bin mir nicht sicher. Er hat viele Spinnmonster in seinem Deck. Ich weiß leider nicht, welche Arten von Spinnen. Also welche Spinnmonsterkarten habe ich. Ich glaube, Spinnmonster sind nicht so besonders offensiv. Ich zerstöre es jetzt einfach mal mit Chaos Rider Gustav und ich hoffe, dass es weniger als 1400 Def hat. Und das hat auch weniger als 1400 Def. Naja. Karte wird er entfernt, deswegen kriegt er kein weiteres von seinem Deck und ich greife ihn wieder direkt an. Und Endphase. Das läuft sehr gut für uns, besser kann es gar nicht laufen. In 5 Zügen haben wir ihn schon fast erledigt. So was schafft nicht jeder. Verteidigt sich weiterhin mit einer verdeckten und eine verdeckte Zauber- oder Feinkarte. Alles klar. Habe ich jetzt auch gerade so gesagt. Was ist das? Entferne ein Monster vom Typ Insekt in deinem Friedhof aus dem Spiel und wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Zerstöre das gewählte Monster. Er zerstört nicht meinen Zauber, meinetwegen. Nicht so tragisch. Kann schlimmer sein. Gut, ich bin immer noch gezwungen anzugreifen. Das heißt, ja. Aber ich kann ja währenddessen meinen Lebensmittel erhöhen. Und ihn dann mit Hummingbird angreifen, wenn der Angriff meines Kapseiters Gustavs Erfolg hat. Also, und sein Monster zerstört wird natürlich, dann kann ich ihn noch direkt angreifen. Alles klar, Kapseiter Gustav zerstört sein Monster. Ich hoffe, es hat weniger als 1400 Death. Jawohl, Spider-Spinne. Hat nur eine Def von 1000. Gut, jetzt noch ein direkter Angriff. Und er hat nur noch 900 Punkte. Jetzt setze ich meine verdeckte. Meine Zauberkarte verdeckt. Falls irgendwas Unerwartetes kommt. Und beende meinen Zug. Er hat 4 Karten als Mittel, wir müssen ihm nur noch 900 Punkte Schaden zufügen. Es sieht sehr gut für uns aus, aber wir dürfen uns noch nicht zu sicher sein. Er ist schließlich nicht er ist umsonst der Anführer der Darkseigner. Scheiße, was war denn das jetzt? Ich hatte mir vorgenommen, diesen Duellanten in diesem Part hier zu machen, aber was erwartet mich? Ich kill ihn nach 9,5 Minuten, ohne Problem. Okay, wir haben den Anführer der Darkseigners ohne Probleme besiegt. Hat dies das Schicksal für mich vorgesehen? Yep, du wurdest fett gerusht. Das war der schnellste Sieg gegen einen Darkseigner ever. Gegen den Anführer ausgerechnet. Okay, aber das Let's Play ist noch nicht vorbei, es geht natürlich noch weiter. Wie kann denn nicht seiner wie du so mächtig sein? Janka! Yusei-Fudo, auf deinen Erschein habe ich gewartet. Schade, dass du zu spät kommst. Das Tor der Unterwelt wird sich jeden Moment öffnen. Was? Alles, was du tun kannst, ist dich vor Angst zu verkriechen, wenn die Welt untergeht. Du meinst, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft? Ich kann nichts mehr tun? Mein Seinerzeichen. Ja.
Dieser Ort erinnert mich immer noch an die vier Klone aus dem 2009er. Wo sind wir? Janka, was machst du denn hier? Ich habe mir schon gedacht, dass ihr früher oder später hier auftauchen würdet. Du bist. Ein paar Leute scheinen zu fehlen. Und wir haben noch einen Nichtseiner in den Haufen. Sieht so aus, als ob die Macht des purpurnen Drachen ein wenig instabil wird. Wovon redest du? Ihr wollt wissen, was in dieser Welt geschieht, richtig? Die Antworten, die ihr sucht, liegen hinter diesem Tor. Aber zunächst müsst ihr beweisen, dass ihr würdig seid, einzutreten. Alles klar, das ist Lazar, er stellt sich vor uns in den Weg. Oh, ich will den Part jetzt nicht schon beenden. Das sind so Mini-Parts. Den letzten Part wollte ich auch schon so früh beenden. Andererseits hatte ich den Höhepunkt schon in diesem Part. Was mache ich jetzt? Soll ich den Part beenden oder soll ich weiterspielen? Ich meine, die Epicness, die sollte ich mir vielleicht für den nächsten Part aufheben, die jetzt aufgebaut wird. Das heißt, ich beende den Part jetzt. Ich weiß, das ist einer der kürzesten Parts in der Geschichte meines Kanals. Aber ja, was soll ich anderes machen? Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielleicht lade ich heute zwei Parts hoch. Mal schauen. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Jan KLP. Ciao. Mann, den habe ich jetzt aber fett zu Tode gewascht. Unglaublich.